Grüße gehen raus an mein altes Video, das mehr geleckt hat als mit Hirn in Mathe. Einen wunderschönen guten Hallo miteinander und willkommen zurück zu einem Championats-Video mit dem Huf irgendwas. Tom Huf. Wir chillen jetzt beim Golden Hills Championat und ja, ich habe das schon mal aufgenommen. Nur das hat wirklich so extrem geleckt, dass ich mit der Aufnahme nichts anfangen konnte. Deswegen weiß ich jetzt schon, es geht in die Hose, aber wir versuchen es trotzdem. Lisa! Ich stehe scheiße. Okay, ich weiß, hier geht's viel, wenn ich... Hä? Ach Gott. Wie kann man am Anfang so schon so reinscheißen? Was zur Hölle? Ach Gottchen. No front, aber... Oh mein Gott. Ich bin ja letzte Woche das Jumpy mit... genau das auch mit dem alten Shire-Modell sozusagen, mit dem Windfell, Kopf des headlosen Reiters, was auch immer. Scheiße. Ich hatte gerade für einen Moment die Augen zu. Was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße. Aber ich komme mit dem Quarter nicht klar. Ich weiß nicht, ob... Jetzt fliegt eine Fliege vor meinem Gesicht. Ich glaub's nicht. Ich mag das Pferd, okay? Aber so ein schlechtes Championat bin ich ewig nicht mehr gegangen. Und ich weiß... Ich kann wenigstens mal die Abkürzung nehmen. Gott, der ist aber halt, also ich weiß, also auf dem 18. Platz schafft man es jetzt nicht nur mit einem Pferd, das nicht so gut geeignet ist. Die eine dreht wieder um. Aber muss sagen, wendig oder so, ist es jetzt nicht. Ich bin das letzte Mal das Jorvik-Stall-Championat gegangen. Da hatte ich absolute Probleme bei der Wendigkeit. So was Kurven anging, zum Beispiel bei der Mauer. Sprungtechnisch ist okay, wenn nicht, nein. We don't talk about it. Ich dachte, ich käme da einmal rüber und hätte dann... Ich sag's noch, oh mein Gott. Ist peinlich jetzt gerade ein bisschen. Ich dachte, da kommt jetzt übel die Meisterleistung. Ehrlich, ich hab... gute Laune. Ich will mitten im Championat einfach mal alles zeigen. Nicht intelligent, IQ gleich minus. Und. Ich weiß nicht genau, was mit mir gerade los war. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Das Pferd ist schön im Stall zu haben oder für Halloween oder dies, das. Trotzdem wird es nicht noch bei einem Championat rein. Ob die Quarter-Modelle genauso sind, also die normalen, kann ich noch nicht beurteilen. Die teste ich in einem anderen Video, deswegen abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und aktiviert die Glocke, Glocke mit K, damit ihr kein weiteres Video verpasst und direkt benachrichtigt werdet, wenn ein neues hochgeladen wird. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund und ciao, Kakao. Oder wie habe ich es letztens gelesen? San Francisco.